Bei der Aortenklappeninsuffizienz besteht ein mangelhafter Schluss der Aortenklappe. Hierbei kommt es zu einem diastolischen Rückfluss von Blut aus der Aorta in die linke Herzkammer. Leichte Formen können im Ultraschall gut erkannt werden. Mittelgradige und schwere Formen sind selten, da das rheumatische Fieber als Ursache früher erkannt und antibiotisch gut behandelt werden kann. Je nach Ausprägung kann der Rückstrom bis zu 2/3 des gewöhnlichen Auswurfsvolumens ausmachen, wobei das gewöhnliche Auswurfvolumen ca. 40 bis 70 ml beträgt. In der Folge kann eine Volumenbelastung und eine Hypertrophie entstehen. Nach längeren Verläufen kann es zu einer muskulären Dysfunktion mit Linksherzinsuffizienz kommen. Bedingt durch den Rückfluss, auch Rückstrom, Reflux oder Regurgitation genannt, kommt es zu einer hohen Blutdruckamplitude. Bei einer akuten Aorteninsuffizienz drohen Aortenklappenriss, eine Klappenperforation wie auch eine Aortendissektion. Hierbei besteht ein sofortiger Anstieg des enddiastolischen Drucks und es kommt zu einer Lungenstauung, einem Lungenödem und zu einer Verkleinerung des Herzzeitvolumens. Symptomatisch besteht eine große Blutdruckamplitude mit niedrigem diastolischen Wert, wie zum Beispiel 150 zu 60 mm Quecksilbersäule. Es kann zu Herzgeräuschen kommen, hierbei zu einem frühdiastolischen Decrescendo-Geräusch direkt nach dem zweiten Herzton mit Punctum Maximum über dem R-Punkt. Darüber hinaus kann ein Austin-Flint-Geräusch bestehen. Dies ist ein rumpelndes, mitteldiastolisches bis präsystolisches Geräusch mit Punctum Maximum über der Herzspitze. Des Weiteren bestehen symptomatisch ein Wasserhammerpuls, also ein schneller, starker Puls an der Arteria radialis, ein Homopulsans, ein schleudernder Arterienpuls an Hals, Ellen- und Leistenbeugen sowie Handgelenken. Darüber hinaus kann das Massezeichen auftreten, ein pulssynchrones Kopfnicken, das Corrigan-Zeichen kann bestehen, also eine Karotidenpulsation, sowie das Quinke-Zeichen beobachtbar sein, also ein sichtbarer Kapillarpuls. Diagnostisch kann eine EKG-Veränderung mit Zeichen der Linksherzbelastung beobachtet werden. Im Röntgen kann sich eine Erweiterung des linken Ventrikels mit Schuhform zeigen. Besteht eine Aorteninsuffizienz bei Endokarditis, kann auch Fieber auftreten. Therapeutisch ist bei einem geringen Rückfluss keine Therapie erforderlich. Bei schweren oder akuten Verläufen erfolgt eine operative Versorgung mit künstlicher Herzklappe.